Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur Heiligabendausgabe der Allgäu TV Nachrichten. So, ich hoffe, der ganze vorweihnachtliche Stress ist jetzt bei Ihnen vorbei. Jetzt nehmen Sie sich erstmal eine halbe Stunde und legen Sie die Beine hoch. Das haben Sie sich wirklich verdient. Als erstes hat gleich Bischof Konrad Staser das Wort. Und bis zur Bescherung haben wir auch noch diese Themen für Sie. Warten auf Dobrindt. Noch immer keine Informationen über den B12-Ausbau. Und warten aufs Christkind. Heimatliches zum Advent im Theater in Kempten. Weihnachtsansprachen sind seit jeher Bestandteil der Feiertage. Für Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel sind sie feste Termine im Kalender und auch bei uns natürlich. Die Weihnachtsansprache von Bischof Konrad Staser handelt von der Geburt Christi, die er mit aktuellen Geschehnissen in Verbindung bringt. Später fragt der Franzose: Habt ihr auch eine Braut daheim, Herr Juncker? Ihr, gibt der von Langenau zurück. Sie ist blond wie ihr. Und sie schweigen wieder. Bis der Deutsche ruft: Aber warum sitzt ihr denn dann im Sattel und reitet durch dieses giftige Land den heidnischen Hunden entgegen? So feindselig lässt der Dichter Rainer Maria Rilke in seiner Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke den Junker von Langenau fragen, der darauf von seinem Kompagnon, dem Marquis, lächelnd zur Antwort bekommt, um wiederzukehren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in einer Nacht habe der Dichter dieses frühimpressionistische Werk heruntergeschrieben und bald darauf wieder verworfen. Dabei habe ich den Sprachgebrauch des Junkers noch abgeschwächt, aber auf seine Frage kommt es mir eigentlich gar nicht an. Vielmehr auf die Antwort des Marquis, um wiederzukehren. Um wiederzukehren, reitet der Franzose mit ihm in die Schlacht, in der es nicht nur um Leben und Tod aller Beteiligten gegangen ist, sondern um die bleibende christliche Prägung ganzer Ländereien. Nicht nur auf Regionen beschränkt, sondern weltweit feiert die Kirche am 25. Dezember das Fest von Christi Geburt. Sein erstes Kommen in unsere Geschichte, sein Eintreten in unser menschliches Geschick. Vielleicht schon in der Feier der Christnacht werden manche Prediger daran erinnern, dass Krippe und Kreuz gar nicht so weit auseinander liegen, trotz gleicher Anfangsbuchstaben. Manche sagen, von Golgotha her sei das Geschehen von Bethlehem erzählt. Fest steht aber, dass nach der Stunde von Golgotha nichts mehr geschehen kann, was die Welt noch wesentlich verändern könnte. Wie ein Dichter sagt, mit der Geburt Christi hat eine neue Geschichte begonnen. Darum wird auch am Weihnachtstag selber nicht von Bethlehem, sondern von der neuen Schöpfung gesprochen. Am Anfang war das Wort, aber eben auch vom erneuten Widerstand. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist schon noch deutlicher als die Geschichte von Bethlehem, die ja im Grunde auch gar nicht so traut ist. Ich erinnere mich an einen Religionsunterricht mit Schülern der 9. und 10. Klasse. Welche Aufgabe da letztlich gestellt war, ist mir gar nicht mehr so recht bewusst. Aber was da zwei Mädchen in wenigen Worten kurz und prägnant formuliert haben, werde ich so leicht nicht vergessen. Wenn Krieg und Brand die Welt erfasst, dann sind wir alle selber verhasst. Da wird nicht nur ein erschreckender Zusammenhang zwischen unserem alltäglichen So-Sein und dem Weltgeschehen hergestellt, sondern da werden auch unsere Bedürftigkeit, unsere Sehnsucht nach Rettung, Erlösung und Liebe verfremdend in Worte gefasst. Wir verkündigen das Kommen Christi nicht bloß das erste, sondern auch das zweite, schreibt der heilige Kyrill von Jerusalem am Ende des 4. Jahrhunderts und fährt fort. Bei seinem ersten Kommen lag er in Windeln gewickelt in der Krippe, beim zweiten wird er in Licht gekleidet sein wie in ein Gewand. Beim ersten trug er das Kreuz und wehrte sich nicht gegen die Schmach. Wenn er das zweite Mal kommt,
umringt und verherrlicht ihn die Heerschar der Engel. Christi Geburt verblasst also nicht mehr und mehr in der Geschichte, sondern gewinnt immer mehr an Bedeutung für das Schicksal der Welt, für das Schicksal eines jeden Einzelnen von uns. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten, schreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler Titus. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, indem wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Christus Jesus. Jesus Christus ist in unser Menschendasein eingetreten, um wiederzukommen. Er hat unser Schicksal auf sich genommen, um wiederzukehren und alles zu erneuern. Darauf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gründet der christliche Glaube. Darauf beruht unsere Hoffnung. Und ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche und ganz hoffnungsfrohe Festfeier von Christi Geburt. Ja, und zu Weihnachten gehört ja irgendwie auch immer Schnee. Für die Kinder, für die Stimmung und für die Skifahrer. In den letzten 50 Jahren sind die Durchschnittstemperaturen allerdings gestiegen und die Schneemenge hat dementsprechend abgenommen. Aber die Gästezahlen im Allgäu haben zugenommen. Die Liftbetreiber haben viel investiert in neue Bahnen und Beschneiungsanlagen. Hoffen wir, dass sich das rentiert. Dieses Jahr wird es wohl noch etwas dauern. Genaueres über die nächsten Tage und den Schnee gleich im Wetter nach den Kurznachrichten. Das Weihnachtswochenende verspricht Sonnenschein pur und dazu über 70 geöffnete Lifte. Wenn Skifahren bis zum Christbaum, dann Lechzürs am Arlberg. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Das Bahnland Bayern hat viele Gesichter und viel zu bieten. An den 1060 Stationen im Bahnland Bayern hält jede Sekunde ein Nahverkehrszug und bringt täglich 1,3 Millionen Fahrgäste schnell, günstig und umweltfreundlich ans Ziel. Sind anders als ihr denkt. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 500 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08 374 58 300. Eishockey-Fans, aufgepasst, es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuren. Am 26. Dezember trifft der ESVK auf die Kassel Huskies. Bulli ist um 17 Uhr in der Sparkassenarena in Kaufbeuren. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Noch immer gibt es keine Informationen über den vierspurigen Ausbau der B12. Das lang geforderte Bauvorhaben wurde für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet. Der sollte laut Aussage des Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt bis Weihnachten in einer ersten Fassung vorliegen. Das hatte der Minister im Oktober bei einer Konferenz in Wildpolsried zugesichert. Doch noch gibt es keinerlei Neuigkeiten aus Berlin. Neben dem Ausbau der B12 ist auch der Entlastungstunnel in Fischen und der Ausbau der B19 auf der Allgäuer Wunschliste für den Verkehrswegeplan. Nur die Projekte, die in dem Plan mit einem erhöhten Bedarf eingestuft
eingestuft werden, haben die Chance, in den nächsten Jahren verwirklicht zu werden. Denn der Bundesverkehrswegeplan regelt die Ausgaben des Bundes für Arbeiten an der Infrastruktur bis 2030. Die Allgäuer Festwoche wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Wie die Organisatoren jetzt mitteilen, sind die Anmeldeunterlagen verfügbar. Wer also auf der Festwoche ausstellen will, der kann diese anfordern. Die Allgäuer Festwoche dauert im nächsten Jahr vom 13. bis zum 21. August. In der Nacht ist der Himmel größtenteils bedeckt. Der Mond und die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen. Die Temperaturen liegen bei plus 5 Grad in der Nord- und plus 4 Grad in der Südhälfte. In der ersten Tageshälfte bleibt es bewölkt, aber trocken. Die Werte liegen dabei knapp unterhalb der 10-Grad-Marke. Im Laufe des Nachmittages verdichten sich die Wolken in der Region. Besonders im Norden hat die Sonne keine Chance mehr, sich durchzusetzen. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vormittag aber unverändert. Das Allgäuer Skiwetter ist derzeit weiterhin enttäuschend. Nur auf dem Fellhorn, dem Nebelhorn und in Bolsterlang liegt zumindest etwas Schnee. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 6 bis 8 Grad in den Tälern und 2 bis 5 Grad auf den Gipfeln. Über die Weihnachtsfeiertage bleibt das Wetter wenig winterlich. Die Spitzenwerte liegen sowohl am 1. als auch am 2. Weihnachtsfeiertag bei über 10 Grad. Es bleibt außerdem trocken mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Zu Besuch bei Ulrich Schmid. Er vertreibt die Allgäuer Luftbetten. An einem Modell demonstriert er den Aufbau dieser Matratze. Unter zwei speziellen Bezugsschichten befindet sich ein Ölpolster, das auf einem aufblasbaren Luftkissen sitzt. Mit einer elektrischen Pumpe kann man eben dieses Luftkissen ganz nach Wunsch einstellen, entweder härter oder eben auch weicher. Hat man seine persönliche Einstellung gefunden, kann man die Pumpe wieder vom Netz nehmen. Das Außergewöhnliche am Luftbett ist die stufenlose Härteeinstellbarkeit. Das heißt, ich entscheide, wie mein Körper liegen will. Ich muss mich nicht an die Vorgegebenheit einer Matratze in ihrem Härtegrad entscheiden. Und ich kann es immer verändern, wenn sich mein Körper verändert. Das kann gewichtsbedingt sein, das kann gesundheitsbedingt sein, das kann gefühlsbedingt sein. Kann ich es immer so anpassen, um die Dehnung der Wirbelsäule optimal zu erreichen. Das ist eigentlich der Schlüssel für einen erholsamen Schlaf. Neu ist, dass sich der Körper von Kunden in wenigen Minuten mit Hilfe einer App vermessen lässt. So passt sich das Bett automatisch und bestmöglich an seinen Besitzer an. Insbesondere von Rückenschmerzen geplagte Menschen können oft Linderung erfahren. Aber nicht nur sie. Auch wer keine Beschwerden hat, schlafe auf einem Luftbett richtig gut, weiß Ulrich Schmidt aus langer Erfahrung. Ebenfalls ein fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit ist inzwischen der Advent im Allgäu. Bereits zum 43. Mal hat die Veranstaltung im Theater in Kempten stattgefunden, mit Musik und weihnachtlichen Geschichten. Wir haben ein paar Eindrücke für Sie zusammengestellt. Eiskristalle in
Es schleit schon Zähne und man merkt es gut, es kann nicht mehr weit im Städtle sein. Da drunter, grad unterm Holz, da müsste es liegen, ja. Auf einmal ist um Josef jetzt er gespürt ein Weg. Und da ist die Brücke, Maria seufzt auf vor Freit. Es geht ein Stückchen noch, da tut der Wald sie auf und durch den Flockenschleier ganz trieb und zimmerig scheinet Lichtle rauf. Jetzt sind wir da, so sagt der Josef, lueg. Und die Jungfrau drauf, oh Josef, sie schaut Zeit, mach guter Mann, ich spür's, mei Stund ist da, gang weitler, gang und besorg mir ein Quartier, ich kann's der Husse nimmer lang vermachen. Und der Josef nimmt mit seiner gestörren Hand der Stecker, schreit sei Hür, zottlet nah der Feldweg nach der Stadt so schnell er kann. Und wie er nahe kommt, wo die Ladera brennt am Tor, da ist kein Seel mehr auf und das Tor ist zu. Er schreit, er klopft und es geht ihm keiner mehr an. Und wie er steht und die Hände aufhebt und sagt, jetzt hilf eis du, o Herrgott, ich kann nicht mehr, ich weiß kein Rat und Ausweg mehr. Da geht grad oben ihm ein Fenster auf und streckt der Mann seinen Kopf raus und bei Gott, das ist der fette Gaudenz, ja, der Hase wird. Was wendt ihr, sagt er, sto ist zu, es geht heute kein Quartier mehr. Gaudenz, kennst du sie, ich bin der Josef, weisch von Nazareth, und da mein Weib, verlaufen haben wir eins und wisset nicht nah. Das tut mir leid, schreit der von oben an, der Wächter schlaft, man macht ihn auf, es ist aber alles voll, sie schlafen in der Backstube und im Keller, und es ist kein Winkel, wo in einer liegt. Ganz da am Graben, um da ist mein Stall. Es ist niemals drin, man ist mit eisler Schaf noch auf dem Feld, es hat bis dato noch geschneit. Bei Eis, jetzt ist grad der Abend und das hört bald mehr auf. Da, ganz am besten, nein, ein Stroh ist drin und ein paar alte Decke sind hinter in der Kammer unterm Geschirr. Ich wünsch für heute eine gute Nacht. So seid er und keit sei Fenster zu. Was kennen da die zwei so ein Stur? Der Josef nimmt der Esel und tappert fort, er spürt ja seine Füße schon nimmer und da leid's jetzt aus dem Stall. Wir schneid's nimmer. Zumal ist alles klar. Ein Drumdach steigt in der Himmel auf, der reißt sie auf, es geht ein warmer Wind, grad wie im Märze. Und wenn der letzte Schnee so wegputzt hinterm Bichel und jetzt lugt, es funkelt schon vor lauter große Sterne. Thank you.
Der Stall steht im Himmel nauf, ein Schei, ein winziges Kerzlerlichtle flimmerlet und so um die schwarze Fenster rum und num. Es ist im Josef sei Ladere. Mei, er macht der Jungfrau jetzt ein Bett aus Stroh und deckt sie zu und legt sein Mantel drauf. Und in der Ecke raschelt der Maus. Jetzt schleit's Zwölfe aus dem Städtle. Zehst von der Pfarrkirche dure, von der Kapelle nach, vom Rathaus und von der Klosterkirche und zuletzt vom Obertor. Und Mitternacht ist wie ein Kar aus Silber, tief und weit. Da fällt's nei wie ein Kugler, Schlag um Schlag und rollet nur eine Weile auf und an und zurmlet aus. Und still ist jetzt so still, dass einem der Odem einschläft in der Brust. Und jetzt, man hört es nicht, man sieht es kaum, fällt's aus dem Himmel wie ein Schatterer, ein Silberschatter und wird groß und hell. Ein Engel ist, es ist der Gabriel. Der kommt mit geschwinde Schritt und buckt sie her und geht in den Stall nei, weil man um die Stund ja doch keine Hebamme rauskriegt aus dem Städtle. Und s'mal ist alles verwandelt, innen drin und wie im Paradies. Man kann sie sah, die Balken sind wie Beim, sie hängen all voll Blumen voll und es ist als hüpfer Pfegel in denen Zweigler rum. Und es ist eine Helle, so heuler und liebler, wie kein Mensch nie keine gesehen hat in derer Welt. Der Josef ist verwundert und schaut sie um und sieht ein Krippel an der Wand, den Stau. Das nimmt er und tut dem Buscher Hai nei, legt ein Tierchen drauf und geizt dem großen Engel. Und der nimmt's Kindle Hofele und legt's da nei, streichelt's und sagt, komm, muschit heiner, lueg, mir bleibet schon bei dir da Hunde in der Nacht und Kälte. Und lächelt na und ist verschwunden. Und St. Josef knirgelt na und druckt sein Gesicht ins Kripple nei und niemand ist mehr da. Als bloß dir drei und ihr Eseler und's Exle au. Die drucket herwärts, lur und schnaufert übers Kindle, dass es im Frost verstarrt und es sieht fast aus, als schwätzet sie und bärtet's Kindle an. Komm, mir tun's au, mir gliegnet nah aufs Pflaster und hebet hen zu dir auf, Jesus Christ. Mir tun's au, Kindler weiner, mein des Kolter Fiesler. Ja, das war Allgäu TV am Heiligen Abend. Lassen Sie sich reich beschenken und feiern Sie mit Ihren Familien. Ich wünsche Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Und jetzt bleibt mir Ihnen nur noch frohe Weihnachten vom ganzen ATV-Team zu wünschen. Machen Sie es gut. Bis morgen.